Boxen auf. 2400 Meter stehen an im Longines Großen Preis von Berlin. Dicht geschlossen ist das Sechserfeld auf die Reise gegangen. Wer macht Tempo, wer geht vorne? Alunak hat erstmal die Spitze vor Old Persian und innen daneben French King. Dahinter dann aber dicht an den vorderen Dreien dran ist Communique außen galoppierend mit Andoro und Royal Jumsein erst einmal an letzter Position. Alunak behält die Spitze unter Marco Casamento in den Logiausbogen hinein. Alunak führt vor Old Persian in zweiter Position, dann außen galoppierend Communique als drittes Pferd. Dicht auf ist French King, dicht auf Royal Jumsein und außen neben Royal Jumsein galoppiert Andoro. Dicht geschlossen das Sechserfeld bei sehr ruhiger Fahrt ausgangs des Logiausbogens jetzt in die Gegenseite hinein. Und Joe Fanning auf Communique hat die Spitze übernommen, macht es aber nicht unbedingt schneller. Communique mit Joe Fanning an der Spitze mit 1,5 Längen Vorteil vor Old Persian mit William Buick in zweiter Position. Außen ist Borjan Mosabayev jetzt auf Andoro auszumachen, hat die zweite Position eingenommen vor Old Persian. Viertes Pferd außen galoppierend ist French King unter Olivier Pellier. Fünftes Pferd Alunak unter Marco Casamento und letzter bleibt Rolium sein unter Eduardo Pedrosa. Das Feld in der Mitte der Gegenseite angekommen. Unverändert ruhige Fahrt und unverändert dicht die Kandidaten beieinander. Voraus bleiben die grauen Rennfarben, die Joe Fanning trägt auf Communique. Zweites Pferd in zweiter Position ist Andoro. Dritter an der Innenseite dann Old Persian vor French King außen. Etwas Abstand dann bis zu Alunak und Royal Jumsein. Aber es ist nur eine kleine Lücke, die die beiden zu den vorderen vier haben. So verlassen die Pferde in diesem Augenblick die Gegenseite und biegen in den Dahlwitzer Bogen ein. Die Spitze bei Communique, vor Andoro, vor Old Persian. Es wird ein klein bisschen flotter. French King ist Vierter vor Alunak und Royal Jumsein an letzter und sechster Position. So ist das Feld im Scheitel des Dahlwitzer Bogens angekommen. Vorne Communique, vor Andoro in zweiter Spurenposition. Innen an den Rails die blauen Farben, die William Buick trägt auf Old Persian, vor French King, vor Alunak und Royal Jumsein. So ist die Zielgerade erreicht im 129. Longines. Großer Preis von Berlin. Sie fächern auf und sie kämpfen um den Sieg. 300 Meter noch bis zum Ziel. Vorne ist Communique an der Innenseite, weiter außen Andoro zwischen beiden Old Persian. Dann greift hier French King an, ganz außen Royal Jumsein. French King hat die Spitze, hat hier Communique abgelöst. Old Persian greift an, ganz außen Royal Jumsein. French King ist voraus mit Olivier Pellier. Die letzten 100 Meter, French King löst sich von Communique, von Old Persian, von Royal Jumsein. French King ist der König von Oppegarten. French King gewinnt den großen Preis von Berlin. Vor Communique im Zielfoto, vor Old Persian, dann Royal Jumsein, dicht auf Alunak und letzter Andoro. French King im 129. Longines, großer Preis von Berlin.